Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ultima Underworld 2. Wir sind zurück im Castle British und dort wollen wir jetzt mal schauen, ob es irgendwas Neues gibt. Miranda spricht hier uns schon mal nicht an, fängt uns noch nicht ab. Also so viel Neues kann es noch nicht geben oder so Wichtiges. So. Okay. Gibt's denn irgendwas Neues? Sie sagt, wir sollten mit Nystul reden. Vielleicht hat, er von diesem Breakerloth gehört, alles klar. Nee, wenn es sonst nichts mehr gibt. Ja, okay. Da wissen wir leider auch noch nichts. Na gut, dann lasst uns mal mit Nystul reden. Müssen wir ja sowieso machen. Also alles wie gehabt eigentlich. Nichts ganz Außergewöhnliches mehr. So, da ist er ja. Ja, genau. Okay. Endless sagt mir jetzt gar nichts, aber ich verstehe. Wir müssen dieses Horn also blasen und wir müssen einen Weg finden, als zu blasen. Gut, da sind wir ja eigentlich schon dran. Gut, nein, es gibt noch was weiteres. Wir haben noch einen weiteren Kristall. Ja, bitteschön. Schön, den ist dann auch erledigt und wir nein, ich wollte das hier machen und zwar soll er uns noch ein bisschen in Magie beibringen. Erstmal Casting, sagen wir mal fünfmal Casting oder so. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Das war falsch. Okay, das war noch selber wieder. So, dann lasst uns mal schauen, wie sieht es denn jetzt aus. Wir haben noch 13 Skillpunkte, Attack und Defensive ist 30, Schwert ist 30. Mana ist nur 14, Casting ist 25. Dann würde ich tatsächlich jetzt 5 Punkte auf Casting geben und den Rest auf Mana. Dann sind wir auf jeden Fall schon mal ziemlich magisch gut begabt. So, wenn ich jetzt nicht mich verzählt habe, müssten wir jetzt 5 Stück haben. Das heißt, wir müssten jetzt magisch genauso gut sein wie zu Schwert. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch Mana. Da wäre auf jeden Fall nicht schlecht, ein bisschen mehr Mana zu haben. So. Gut, wie sieht es denn jetzt aus? Casting ist 30 und Mana auf 21. Das sieht doch schon mal richtig klasse aus. Einen Punkt haben wir noch drauf. Ja, das gehen wir auch nochmal schnell auf Mana. So. Das heißt, jetzt können wir nichts mehr machen. Jetzt brauchen wir erst wieder ein bisschen weiteres Mana.
Aber 22, nur noch 8 Punkte fehlen. Das ist nicht schlecht. Das ist gar nicht mal schlecht. So, jetzt wollen wir noch was anderes machen. Was ganz gut ist, um unser Mana auch wieder zu regenerieren. Wir gehen jetzt mal hier rein. Und wir sind voll. Müssen wir dann? Nee, wir müssen noch nichts machen. So, ich speichere mal ab. Und dann werden wir von diesem Dings hier eins essen. Ach, wir sind so voll. Wir können im Moment nichts essen. Na gut, dann gehen wir mal schlafen. Das heißt, unser Mana ist eh noch nicht komplett aufgebaut und das auch noch nicht. So. Nein, nicht Dingsen. So, wir haben was gegessen, jetzt gehen wir schlafen und wir kommen hier zum Schrein. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Wir könnten diesen Blackrock-Dings nehmen und wie irgendwo hier unten hinschmeißen. Ich glaube aber, das lassen wir mal. Ich bin mir nicht sicher, ob es dann auch noch da liegt, wo es sein sollte. Von daher lassen wir das mal. Oder? Wahrscheinlich wachen wir eh gleich auf. Machen können wir hier nämlich nichts. Deswegen können wir es nämlich auch nicht mitnehmen. Ja, das ist mir jetzt so heikel, das Ding runterzuschmeißen. Ich glaube, das kriegen wir auch später dann mit Hilfe von Zaubern. Hier könnte man es hinschmeißen, aber wie gesagt, ich glaube, das ist ein bisschen besser, wenn wir das später dann per Zauber hierher kommen. So, auf jeden Fall mussten wir das machen, weil dann könnten wir noch mit Makopu, Makoto oder wie auch immer heißt, reden und ihnen auch ein paar Pflanzen geben, damit er uns ein bisschen hier noch ein paar Visionen hat und uns ein bisschen weiterhilft hier. So, ich würde jetzt ganz gern wieder aufwachen. Darf ich nicht mehr aufwachen? Wenn nicht, schmeiße ich es tatsächlich noch raus, ja. Wenn wir nicht bald aufwachen, dann können wir uns ein bisschen was ersparen, glaube ich. Andererseits, ich würde es gerne richtig machen. Ja, okay. Wir sind auf jeden Fall wieder hier. So, dann ist das erledigt. Ich glaube, wenn man wieder so eine Pflanze isst, dann dann könnten wir wieder dahin kommen. Aha. So. Jetzt ist die Frage, gehen wir auch noch nach Talarus, um diese Sphären aufzuladen. Oder lassen wir es mit der Laterne? Eigentlich langt es mit der Laterne. Eigentlich langt es mit der Laterne. Gut, dann gehen wir zu diesen Eiskavernen. War das jetzt hier? Ja, das war hier. Sind wir jetzt richtig? Ja, wir sind richtig. Und dann reden wir nochmal mit ihm. Außerdem könnten wir noch nach in die Gruben zurückgehen. Weil, ganz ehrlich gesagt, dieser Reaper da noch rumsteht und den würde ich eigentlich ganz gerne noch besiegen. Ach, jetzt geht diese Rutschpartie wieder los. Ja, diesen Reaper würde ich ganz gern besiegen, um zu schauen, ob da noch irgendwas ist. Ich glaube, das machen wir nämlich dann auch noch. So, aber erst einmal, ach gut, wir haben es geschafft, hierher zu kommen. So, dann können wir mal mit ihm reden. Weil, wenn mich jetzt alles nicht täuscht, können wir mit ihm
Ja, genau. Wir haben was gefunden. Die Dreaming Traumdrogen. So, dann geben wir ihnen mal, ja, eins. Okay, ein violette Welt. Aha. Okay, das hat anscheinend auch schon gelangt. Ah, er erzählt es von einer Pyramide. Er rennt sie hoch und runter, bis jeder Block dieselbe Farbe hat. Und zwar die Farbe von dem Platz, wo er gewesen ist. Mhm, das ist wichtig noch, das müssen wir später auch noch machen. Okay, das ist dasselbe noch. Ich glaube, das war's dann auch schon. Wir können auch nichts mehr groß machen. Ja, okay. Dann sind wir wohl mit ihm fertig. Ich hätte jetzt gedacht, er erzählt noch mehr. Ich meine, das mit der Pyramide ist eigentlich schon relativ wichtig. Das brauchen wir auf jeden Fall. Das müssen wir wissen. So. Dann lasst uns mal schauen, dass wir wieder zurückkommen. Dass wir zu diesem Reaper noch kommen und den besiegt kriegen. Wow. Das ist ganz schön schnell. So, ich hoffe, ich bin hier richtig. Nee, wir sind richtig, aber wir müssen hier lang. Hier lang. Nicht ins Wasser einbrechen. Hier lang. So. Gut. Dann, das habe ich ganz vergessen gehabt, benutzen wir natürlich noch den hier. Mit dem. So, und damit ist dieses Ding hier komplett fertig. Dann. Nee, natürlich noch nicht komplett fertig. Also soweit. Einer fehlt natürlich noch von der letzten Welt. Natürlich. So, aber wir gehen erstmal. Nee, das war das hier. Dann müsste das hier sein, genau. Das müsste dann hier sein. Hallo? Ja, jetzt sind wir richtig. Gut. Dann schauen wir doch mal, dass wir. Wo waren das? Wo ist die Bookings nochmal runter? Ich glaube im Norden, oder? Ja, hier im Norden war das. Dann schauen wir mal, dass wir relativ schnell dahin kommen, um diesen Reaper zu besiegen. Und dann geht es, denke ich, schon in die nächste Welt. Das heißt, es. Dauert nicht mehr lange, bis wir zur letzten Welt kommen. Zumindest zur letzten Welt, die wir betreten können. Sind wir jetzt hier richtig? Nein. Hier sind wir noch nicht richtig. Hier sind wir richtig. So, und hier müssen wir da lang gehen, da hoch gehen. Wir mussten noch auf dieses nächste Dings, nächste Ebene gehen. Ja, genau. Das heißt, den ganzen Weg müssen wir noch laufen. Ja. Direkt in die Sackgasse rein. Wie hätte es auch anders sein sollen. Das war falsch, glaube ich. Wir müssen, genau, wir müssen hier lang. Ein recht langer Weg, aber wir kriegen den auch noch hin. Also das ist eigentlich kein so großes Problem. Er ist ja relativ geradlinig. Zumindest auf dieser Ebene noch. Ebene, die dritte muss ich nochmal genauer nachschauen. Wow. Scheiße. Nicht aufgepasst und voll ins Ding reingefallen. So viel dazu, dass es alles schnell geht. Okay, wo sind wir denn jetzt? Wir sind da. Also wir sind schon auf dem richtigen Level.
Die Frage ist, wie kommen wir jetzt zurück? Gibt es da irgendwo eine Geheimtür? Ja, hier. Und jetzt kommen wir wieder hier raus. Wie heißt es doch so schön? Willst du in der Zeit sparen? Dann nimm keine Abkürzung, sondern nimm den langen Weg. So, diesmal sind wir vorsichtiger. Hoffe ich. Ah ja. Ach nee! Menschenskinder, hey. Jetzt weiß ich, was das Problem war. Diese blöden Dinger, weil die immer wieder verschwinden. Ich glaube, das nächste Mal speichere ich vorher. Und wenn es dann wieder schief geht, dann lade ich nochmal neu. Ich meine, einmal bin ich jetzt direkt reingelaufen. Das war, ja, Dummheit, weil ich so schnell war. Und jetzt ist einfach das Ding unter mir weggebrochen. Ah, nervig. So, hier speichern wir mal, dass es nicht schief geht diesmal wieder. Wie, jetzt fast schon wieder? So, jetzt aber haben wir's. Echt satt. Weil irgendwann muss das ja mal auch gut gehen, nicht wahr? Fällt mir ein, irgendwann müssen wir auch wieder wieder hierher kommen. Eigentlich war das blöd, was ich gemacht habe. Wir müssen ja sowieso nochmal hierher kommen. Das heißt, bis hierher hätte ich nochmal gemusst. Ist mir egal, ob du verärgert bist bei meiner Dings. Jetzt sind wir halt schon mal hier. Jetzt gehen wir auch weiter. So. Hier geht's runter. Und jetzt muss ich noch tatsächlich nochmal nachschauen, wie kommen wir jetzt am besten nochmal dahin. Wir gehen da lang. Okay. Schauen wir mal, ob wir den Weg auch finden. Da lang. Und von hier aus gehen wir geradeaus. Folgen den Weg bis hierher. Und von hier nochmal geradeaus und dann nach rechts. Also hier lang. Ja, und da sieht man es ja auch schon, es ändert sich. Genau. Jetzt kommen wir hierher, dahin und da drüben müsste das sein. Ich speichere nochmal. Und dann schauen wir mal, ob wir den jetzt besiegt kriegen. Ah, auch hier wirkt das Zauber des Schwertes. Ihr seht auf jeden Fall schon, warum dies ein extrem mächtiges Schwert ist. Noch mächtiger als das Blackrock-Schwert, mit dem man mehr Schaden macht. Aber die meisten Gegner sind anfällig gegen das Dings. Und danach kann man so ganz normal auf sie einschlagen, ohne dass sie sich wehren. Einfach perfekt. Somit besiegen wir auch diesen Gegner. Und wir haben ihn gleich. Noch ein, zwei Schläge. Also auch mit Treffen. Und wir haben ihn. Perfekt. So, ein Glück haben wir noch den Dinger hier. Damit kommen wir nämlich hier durch. Und was haben wir denn hier alles? Wir haben auf jeden Fall einen Beutel. Und was ist das da? Eine Rune und Dings. Okay, was ist im Beutel drin? Geld. Brauchen wir eigentlich jetzt nicht wirklich. Wir haben ja schon so viel Geld. Ach, das lasse ich liegen. Ein Zauberstab. Ein Trank.
glaube, der Trank war nämlich, glaube ich, nicht so verkehrt. Was ist denn das für einer? Genau, von Iron Flash. Deswegen ist das hier auch sehr, sehr wertvoll. Und Heilung ist auch nicht schlecht. Chain Gauntlets, naja, das lassen wir mal. Also so hätte ich gesagt, hat sich das auf jeden Fall schon mal gelohnt. Gut, dann müssen wir nur noch wieder hier zurückkommen irgendwie. Und danach geht es in die nächste Welt, die letzte Welt, die es hier gibt. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss!